Patrick Peters, zum zweiten Mal dabei, zweiter Sieg. Was war heute entscheidend? Die Einstellung. Und das erwartete Spiel angenommen und sich nicht locken lassen. Das eigene Spiel sozusagen gut durchgespielt und trotz, logisch gibt es noch schönere Spiele, fußballerisch, aber das ist uns völlig klar, weil wir wollen jetzt Konstanz reinbringen und dann kommt das andere von alleine. Ja, du hast jetzt eine Woche eineinhalb. Was hast du von Eindruck von der Mannschaft? Ja, so das, was mir gesagt wurde, das wurde eingehalten. Also qualitativ müssen wir uns gar nicht verstecken in der Liga. Und ja, Spiel zu Spiel gucken. Mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. So ist Fußball. Für dich war es schon klar, dass du von Anfang an spielst, oder? Nein. Ganz ehrlich, nein. Eben, ich stelle keine Ansprüche in dem Sinne, dass ich von Anfang an sofort spielen will. Logisch, jeder, der in dem Kader ist, möchte von Anfang an spielen. Aber das will ich mir nicht rausnehmen. Nach geführten 7 Tagen hier in Villingen kann ich mir sowas noch nicht rausnehmen. Samstag in Ramsburg, ich habe jetzt 2 Siege im Rücken, noch 4-mal jetzt nicht verloren. Ich denke, ihr wollt jetzt einfach in der Tabelle jetzt weiter nach oben arbeiten, oder? Tabelle gucken wir uns eigentlich gar nicht an. Ich meine, wie gesagt, Spiel zu Spiel. Jetzt die Konstanz weitermachen, das Spielerische verbessern. Gibt immer noch was zu verbessern. Und den Sieg nehmen wir gerne mit. Haben wir uns verdient. Ja. Aber ab morgen zählt dann wieder Ravensburg.